Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, mein Name ist Dr. Martin Vinzenz, ich bin 30 Jahre alt, Arzt aus Krefeld und unser fachpolitischer Sprecher für Gesundheit. In unserem Internetportal habe ich in meinem Bewerbungsbereich einiges über mein Steckenpferd, die Gesundheitspolitik, geschrieben und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich über die derzeitigen Zustände leidenschaftlich aufregen kann. Heute möchte ich allerdings an ein ganz anderes Thema mit Ihnen sprechen. Eines ist mir in den vielen Monaten aufgefallen, die ich jetzt bei der AfD bin. Der AfDler hat auch eine ausgeprägte masochistische Seite an sich. Wir stellen uns an den freien Wochenenden. Wir stellen uns an den freien Wochenenden auf die Marktplätze dieser Politik, dieser Republik, lassen uns beschimpfen. Wir hängen tapfer Plakat und Plakat auf, wohlwissend, dass sie am Morgen schon wieder alle abgerissen werden. Und ich bin mir sicher, würde ich jetzt hier die Reihen durchgehen, gesessen wahrscheinlich die letzten Abonnenten der Rheinischen Post und des Spiegels. Im Übrigen, ins Studio Friedmann gehen zähle ich auch zum Masochismus. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Der AfDler schaut nicht weg, er informiert sich. Und solange ich ihn jetzt begleite, hat er mit seinen Voraussagen immer recht. Wir erinnern uns, die Eurokrise, die Bankenkrise, die Flüchtlingskrise, bislang hatte der AfDler immer recht. Wir bewegen uns auf einen langen, harten kulturellen Winter zu. Unserer etablierten Politik fällt nichts Besseres ein, als Durchhalteparolen auszugeben und unsere letzten Vorrechte zu verbessern. Bislang, in Nordrhein-Westfalen, hatten unsere Prophezeiungen allerdings eher kastrantischen Charakter. Das heißt, wir konnten zwar in die Zukunft sehen, diese allerdings noch nicht aktiv ändern. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir alle zusammen einen starken Wahlkampf führen, egal welches Lager. Mit einem überragenden Ergebnis ins Parlament einziehen und die dringenden Fragen endlich angehen, denn das, was ihr tickt, ist nicht nur meine Redezeit. Das ist die Uhr, die mittlerweile schon auf 2:12 steht. Wir müssen und wir kommen nicht drum herum, wenn wir unser Deutschland erhalten wollen, folgende Kernpunkte anzugehen. Es ist die soziale Frage. Je nach Datensatz hat Deutschland mittlerweile einen Gini-Koeffizienten vergleichbar mit dem der USA, einem Land, das sinnbildlich für gated communities neben Wohnwagenvierteln steht. Die 35 reichsten Familien Deutschlands besitzen so viel wie die ärmsten 55% der Republik. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Deutschland wäre ein reiches Land, wenn Deutschland nur aus diesen 35 Familien bestünde. Lassen Sie mich das bitte noch dazu sagen. Es geht wirklich nicht darum, die Wohnverteilungsmaschinerie noch weiter aufzubauen. Es geht nicht darum, dem erfolgreichen Geschäftsmann etwas zu neiden. Nein, überhaupt nicht. Das würde Kreativität und Unternehmergeist entgegenstehen. Aber wenn die Top-Gehälter an einer Firma mittlerweile mit dem 300-fachen die eines einfachen Arbeiters liegen, dann ist das nicht erfolgreich, dann ist das nicht sozial, dann ist das vor allen Dingen eins, und zwar unredlich. Eine andere Tatsache, ich komme aus dem Gesundheitssektor, mittlerweile ist jedes vierte Kind in NRW unterhalb der Armutsgrenze und dementsprechend von Mangel- und Fehlernährung betroffen. Damit sind wir übrigens bundesweit Spitze. Das ist selten, dass NRW noch mit irgendwas bundesweit Spitze ist. Wir müssen also dieses unsinnliche Geld stellen. Städte werden nicht durch 2 oder 3 Edelboutiquen lebenswert. Nein, Städte werden durch eine breite Mittelschicht lebenswert, in denen möglichst viele am guten Leben teilhaben, meine Damen und Herren. Die demografische Frage. Deutschland altert. Das ist nicht mehr zu verdrängen. Wenn ich hier in den Saal sehe, gehöre ich mal wieder deutlich zu den Jüngeren. Und dabei bin ich selbst, mein Vorredner beweist es, selber nicht mehr der Jüngste. Wir können und wir dürfen es nicht weiter zulassen, dass die Regierung für ihre Fantastereien Geld verschwendet. Wir müssen jetzt in den guten Jahrgängen, die in Zeiten von Steuerfluss solide Rücklagen bilden, um denen die Renten zu sichern, die hart gearbeitet haben, und denen die Zukunft nicht verbauen, die gerade erst am Anfang ihres Werdegangs stehen. Die Demografie verhält sich oftmals wie im Profifußball. Kleines Bild dazu. Die besten Mannschaften sind die, die man zu Hause von klein auf trainiert hat und nicht die, die man für viel Geld angekauft hat. Das ist nicht zuletzt die Migrationsfrage. Viele Experten sagen, dass die wahre Flüchtlingswelle erst noch bevorsteht. Nicht von der Hand zu weisen sind gewaltige Bevölkerungsentwicklungen beispielsweise in Afrika oder Teilen Asiens. Sollten wir uns nicht eingestehen, dass die bislang erfolgte Entwicklungshilfe, wie sie aktuell besteht, fulminant gescheitert ist, sollten wir nicht mehr in Geburtenkontrolle vor Ort und Bildung investieren und gleichzeitig nachhaltig die zügellose Migration nach Europa überdenken, dann steuern wir unweigerlich auf das Ende des Abendlandes zu, so wie es Oswald Spengler Anfang des 21. Jahrhunderts geschrieben hat. Wir brauchen endlich einen funktionierenden
weiter nicht liefern kann oder will, aus welchen Gründen auch immer, das sei dahingestellt, dann müssten wir unsere Grenzen wieder selber schützen. Kommen wir zum Ende. Die europäische Frage. Wir werden eher früher als später klären müssen, wie wir weiter in Europa leben wollen. Ob als Europa der Vaterländer oder ob wir es hinnehmen, immer weiter zu einem identitätslosen, von einer ineffizienten Bürokratie beherrschten Superstaat zu verschmelzen. Wir werden klären müssen, warum die europäischen Völker ihr selbst so überdrüssig geworden sind, warum sie keine Kinder mehr bekommen, warum sie sich lieber zu Hause verstecken, anstatt mit uns auf die Straße zu gehen. Denn seien wir doch mal ehrlich, ein mindestens so großes Problem wie die vielen kriminellen Strukturen, die sich in Deutschland einnisten, das ist der deutsche Michel selbst, der lieber die Augen davor verschließt und blind merkt, wir schaffen das Volk. Was Sie im Internet doch ganz schön beschrieben haben. Meine
Frage folgt. Noch ein bisschen mehr eingehen vielleicht auf die Gesundheitspolitik. Sehr gerne, ja. Ich habe mich heute hier relativ allgemein gefasst. Ich denke, das klang vorhin schon ein bisschen an, weil ich eben ein sehr unbeschriebenes Blatt für den einen oder anderen auch sein mag. Der eine oder andere hat mich vielleicht auch nicht gesehen. Deswegen habe ich, ich denke, da hat sie auch ein Recht zu, meine allgemeine politische Einstellung an den Punkt getan, damit sie sich ein Bild davon machen können, mit wem sie es zu tun haben. Auf der anderen Seite, die Gesundheitspolitik, ich möchte da den Herrn Martin Renner zitieren, der mir gegenüber saß, als es darum ging, ob ich vielleicht landesfachpolitischer Sprecher für Gesundheit werde. Der sagte, die Gesundheitspolitik, das ist einer der verkommensten Zweige der Politik. Und ich muss sagen, ja, da hat er zu Recht. Das ist mir auch bekannt. Das ist einer der verkommensten Zweige der Politik. Absolut. Nur, Tatsache ist, ab A ist es mittlerweile sehr, sehr schwer, der verkommensten Zweig der Politik zu sein. Und ab B, es gibt relativ einfache Dinge, die wir persönlich als AfD vielleicht auch mit einer kleineren Fraktion gut lösen können. Ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür nennen. Und zwar, Ihnen ist vielleicht nicht unbedingt entgangen, dass es in den deutschen Notaufnahmen, in den deutschen Krankenhäusern eine ganze Reihe von ausländischen Ärzten mittlerweile gibt. Die müssen eine Sprachprüfung ablegen. Diese Sprachprüfung aktuell. Es tut mir leid. So, die letzte Frage von mir aus dem linken Saalbegriff. Ja, Budagi, Kreisverband Essen. Ich hätte eine Frage an Sie. Ich bin Mitglied im Landesvorstand der Jungen Alternative und ich sehe 35. Ich habe Sie da noch nie gesehen. Also, ich würde gerne wissen, warum Sie sich noch nie engagiert haben im Bereich Jugendarbeit und ob Sie das ändern wollen. Sehr gerne, ja, absolut. Also, ich bin Mitglied der Jungen Alternative. Seit einer ganzen Weile schon bin ich Mitglied der Jungen Alternative. Ich muss allerdings sagen, aktuell, das ist nun mal leider so, ist es neben Beruf, ist es neben der parteilichen Tätigkeit, ist es neben der Tätigkeit im Landesfachausschuss nun mal so, dass ich sehr gut pausieren muss oder sehr gut einzeigen muss, wie ich wo welche Energie hinstecke. Das wäre einer der großen Vorteile, natürlich muss man sagen, wenn ich jetzt für Sie in den Landtag einziehen würde, weil ich dann die Möglichkeit hätte, und das ist in unserer Gemeinschaftspraxis sehr gut möglich, mein Engagement dort weit zurückzuschrauben, mein Gehalt aus anderer Quelle dann zu beziehen und mich natürlich absolut gerne dann auch in anderen Zweigen bei uns mit einbeziehe und mich da auch gerne mit einbringe. David Eckert 148 Stimmen und auf Herrn Martin Vinzenz 190 Stimmen. Dr. Martin Vinzenz, helfen Sie mir einfach, ich stehe einmal auf, bitte. Jetzt ohne Jackett ist schwierig, das ist gemein. Ich darf Sie fragen, nehmen Sie die Wahl an?